Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC Tycoon. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los und starten mal rein. Ich weiß nicht, was wir hier gerade programmiert haben. Ich hab einfach vergessen. Egal. So, wir haben auf jeden Fall 26 Dinger da. So. Okay, wir haben es jetzt fertig. Was ist das denn? Ach, der Prozessor. Okay. Machen wir mal alles rein, oder? Na, machen wir 85%. Okay, das ist komplett schlecht. Wir haben einfach gerade unser Geld ins Fenster rausgeschmissen. Perfekt. Ja, wir machen ja trotzdem noch Geld. Das ist ja zum Glück ganz gut. So. Okay. Ja, im Prinzip kann ich hier minus 10 machen, weil wir sonst keine Gewinne damit machen. Produkt, ja, bla bla bla. Brauchen wir nicht. Okay, Stando Prozessor 9 ist gleich ausverkauft. Aber wir haben noch hier den 7er. Der ist noch am Start. Wir haben auch 43.000 Fans, wie ich gerade. Wir müssen hier mal irgendwas anderes auch mal wieder updaten, ne? Wir hängen hier so ziemlich, weil mal unser 10er ist jetzt auf Platz 9, okay. Na. Hä? Ach so. Ah, ich weiß warum. Okay. Okay, wir haben jetzt hier diese 100 Dinger. Davon können wir uns jetzt hier genau einen Speicherkanal kaufen. Das ist doch sehr interessant. Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns einfach wieder, wenn ich viele Dinge habe, sag ich mal so. So, ich habe jetzt 537 Dinger. Davon hole ich einmal das, einmal das, einmal das. Was kann ich hier noch holen? Gar nichts, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier den 11er. So, erhöhen wir hier mal das, was wir können. Oha, da sind wir sogar 500%, Alter. Okay. Gut, diese L-Catche müssen wir nochmal machen. So. Machen wir mal auf $430 und erstellen. So. Let's go. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal warten. Es stellte sich heraus, dass mehrere Chargen von Stando Prozessor 7 fehlerhaft waren. Wir haben 3000. Ja, bla bla. Hey, das ist fair. Oh, warum genau jetzt ein Hackerangriff? Disconnected User. DT Finish. One. Repair Tool. DT. Acht, da. Okay, abgewehrt. Ja, jetzt haben wir es richtig schnell hingekriegt, ne? So, jetzt können wir auf Fertig drücken. So, keine Präsentation. Wann haben wir jetzt mal 90 raus? Ja, okay, komm, mach mal. Oha. Okay, das ist schon deutlich besser. 5,4. Sind wir schnell? Ne, wir sind auf Platz 6. Ey. Okay, wir sind aber, wir sind gut dabei jetzt, ne?
Praktisch, wir sind hier 10 und jetzt mit dem 11. sind wir auf Platz 6. Das ist doch schon mal gut. Wir machen auch gut Gewinn damit. Das schmeckt. Anzahl der Kerne. Ne, wir müssen jetzt hier die L3 Catcher und sowas machen. So, L2 machen wir mal hier so. DDR5 gibt es sogar mittlerweile schon. Okay. Ich weiß gar nicht, wie weit man hier alles ausbauen kann. Ich glaube, sehr weit sogar tatsächlich. Aber muss man dann halt gucken, ne? Okay, die 11 ist jetzt auch schon ausverkauft. So schnell hat sich das Ding verkauft. Das ist ja geisteskrank. Also, jetzt haben wir nur noch hier wieder die 10 und die 7. Und die 7 ist irgendwann auch. Also, ich habe einfach zu viel in diese 7 reingeballert. Guck mal, wie wenig die sich verkaufen. Wir machen damit 100k oder so mit den beiden hier. Das könnte interessant werden. Wir ballern hier auch mal in das was rein. Ja, in L3 müssen wir auch noch mal reinballern. Ja. Okay, hier ist gerade eine Informationsdingsbums reingekommen. Möchten Sie Ihre Infrastruktur modernisieren? Kosten? Nein. Mache ich gar nicht, weil es bringt nichts. Was wir aber machen, ist einmal hier in L3 Catch-Dings was reinzuballern. Und einmal hier. So. Okay. Ich würde sagen, wir machen auch hier das 12er Modell. Wir können hier sogar ein bisschen höher gehen. Okay, wir müssen auch in Grundfrequenz und maximale Frequenz höher gehen. Da gibt es ein paar Probleme. L3 sind wir jetzt gut und L2, okay. Ja. Gut, $470 erstellen. Let's go. Okay, wir sind da. Wir holen uns einen Kleinstand. Wir haben 10.000 Leute. Das passt doch. So. Wir haben jetzt schon. Wir haben schon unter 12. Das ist doch. Okay, 19. Ja, wir ballern wieder alles raus, würde ich sagen, oder? 5,2, 4,8, 3,8, 3,8. Okay. Ja, 4,4 ist, glaube ich. Ist sehr geil. Er ist auf Platz 8. Schwierig. Okay, wir haben aber 6.292 Punkte. Ey, der 7er ist jetzt endlich mal weg. Das ist doch stark. Das hat ewig gedauert. Okay. Ey, unser 12. Ding ist auch gleich schon wieder ausverkauft. Das kann doch nie sein. Oh, wir haben 101 Dinger auch. Das ist geil. Gut, wir können ja mal gucken, was hier so 100 kostet. Anzahl der Kerne brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Weil dann noch bei L1 was rein. Und hier natürlich auch. So. Gut, das 12. ist gleich ausverkauft. Ne? Das ist natürlich ein bisschen. Oh, was? Wir haben 100 Millionen? Hö. Warum haben wir auf einmal so viel? Ja, da können wir ja gleich erstmal eine Präsentation machen. Für den Hype, wisst ihr? Ich glaube, denn das ist geiler, wenn wir den haben. Oh, möchten Sie die Mittel des Unternehmens in die Schaffung Ihrer eigenen Kryptowährung investieren? Nö. Weil ich weiß, dass da immer das nicht geht so. 12er ist ausverkauft. Wir sind auch noch auf Platz 11, okay. Oh, 13.000 Punkte haben die, ey. Was? Haben die denn hier so viel, ey? So. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal wieder direkt das V13, nennen wir den jetzt. So. Zack, zack. Ja, gut, wir müssen definitiv ja auch in die Größe der Transistoren reingehen, weil die sind untergedingst. Ah, okay, L3 müssen wir auch nochmal reingehen. Wir machen glatt 500, würde ich sagen. So, also wo müssen wir jetzt nochmal reingehen? In Größe der Transistoren. Größe. Ah, hier. Ja, da brauchen wir halt 150, ne? Egal. Und dann müssen wir noch in L3 rein. Okay, machen wir. Okay, so.
Wir haben hier erstmal wieder Coins und auch das hier fertig. So, wie viel Geld haben wir denn noch? Ja, 115 Millionen. Die schmecken doch. Wir machen mal hier für 25 Millionen. Gehen wir rein. Jetzt 25 Millionen, ich weiß es gar nicht mehr. Oh ja. Okay. Gehen wir wieder mit 90 rein. Ich würde sagen, ja, oder? Ja. Das ist leider immer so schnell aus. Ah, oh, es war so dumm. Okay, ein Stern. Wir sind ey. Warum ist die denn jetzt schon wieder nicht so geil geworden? Das stecke ich schon wieder nicht. Ja, es verkauft sich trotzdem gut, ne? Ja, der Junge, jedes Mal kommt diese Anzeige. Ich raste gleich bei dieser Anzeige aus. Okay, also das hier müssen wir erhöhen. Das hier müssen wir auch generell immer erhöhen, so. Ja gut. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier 150 Dinger habe. Okay, Leute. Wir haben jetzt hier wieder 300 irgendwas. Und wir können jetzt hier das kaufen. Und sogar nochmal. Machen wir auch. Weil wir haben es. So, zack. Ich hoffe mal jetzt, dass die V... warte mal, ich muss auch kurz selber gucken, was das V14 mittlerweile schon. Jetzt... es ist halt immer noch bei 44%. Okay. Sehr interessant. Aber wir ballern das jetzt trotzdem raus. Wir erstellen. Und ja, mal sehen, wie es wird. So, es ist fertig. Wir können rein. Wir machen auch wieder die Präsentation. Ja. Standard Prozessor V14. Wir haben, ich baller jetzt wieder alles raus. Es wird wahrscheinlich wieder ein größter Fehler sein. Yep. Haben wir jetzt wenigstens 2 Sterne? Nö. Mann, wir haben nicht mal einen zweiten Stern. Wir haben 1, ey, das ist doch zum Heulen. Ja, wir sind auf Platz 16. Ey, komm, nee. Ja, also, was soll ich sagen? Das war's mit dem Video, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen tollen Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.